Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne den Goodiebox-Adventskalender vorstellen. Den habe ich hier, den habe ich in der Kooperation zugeschickt bekommen und da darf ich ein paar Türchen mit euch zusammen aufmachen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin so befindet, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, der Goodiebox Adventskalender wird noch nicht verschickt, man kann ihn noch vorbestellen, müsste so Ende Oktober rausgehen. Ich glaube, der 26. war so ziemlich das Versanddatum, was da angekündigt worden ist. Deswegen möchte ich auch nicht alles teasern. 9 lasse ich frei, also ich werde euch 15 Kläppchen, 15 Boxen vorstellen und vielleicht werde ich dann nochmal im Nachgang, wenn dann der Adventskalender auch verschickt wird, das Ganze nochmal auf Instagram posten, dass man da nochmal den kompletten Inhalt sieht. Folgt mir gerne auf Instagram, falls du es noch nicht tust. Da poste ich einiges, Leute. Auch diesen Look und so, ne? Ja, also, der Goodiebox Adventskalender ist, wie die Goodiebox auch, in einem wunderschönen Boxendesign. Und hier haben wir einen richtigen Boxenturm. Also, den können wir wirklich super weiterverwenden. Und du hast hier die Boxen in diesen Schubladen drin, was ich so schön finde. Du kannst den super weiterverwenden, was für mich ja extrem wichtig ist. Beziehungsweise, ich denke, dass ich den Turm an sich behalten werde. Aber die Boxen, die da enthalten sind, die kann man ja rausnehmen. Die werde ich weitergeben als Adventskalender so, ne? Man kann den Unisex weiterverwenden, wenn man möchte. Oder halt, ja, halt als Deko-Element, ne, wie man so mag. Ich persönlich möchte es, wie gesagt, als Schubladenturm weiterverwenden und die Boxen dann als Adventskalender weiterpacken. Vielleicht für meinen Freund, weil die sind so schön grün, das mag ich. Ansonsten ist es halt von außen sehr, sehr schlicht. Wenn man den verschenkt, kann man den gegebenenfalls ja auch ein bisschen mit Stickern bekleben oder seine eigenen Wünsche draufschreiben, was ich sehr cool finde. Du hast hier nämlich nur ganz klein Goodiebox draufstehen. Das heißt, der ist gar nicht so ultramäßig gebrandet. Ne? Also das finde ich toll. 119,95 kostet der, wenn du das als Nicht-Abonnent kaufst. Wenn du als Abonnent den Adventskalender kaufst, kostet der 99,95. Du kannst aber mit meinem Code Claudi10, den ich dir mal einblende, 10 Euro auf den Adventskalender sparen. Und solltest du halt noch kein Abonnent sein, kannst du dann auch nochmal 10 Euro sparen. Also, ne? Denk dran, das funktioniert quasi doppelt. Probier es aus. Also heute hat es noch funktioniert. Müsste eigentlich morgen, wenn das Video online geht, auch noch funktionieren. Okay, ja, wie gesagt, schweres Teil. Wir haben ja hauptsächlich Pflege drin, aber auch ein bisschen dekorative Kosmetik. Und ich bin gespannt. Um den Adventskalender drumherum war übrigens dieses Überzieher-Ding. Und hier steht drauf, Goodiebox, the 24 days of yourself recharge time Advent Calendar. Also du sollst wirklich 24 Tage einfach mal wieder aufladen dürfen. Und ey, ganz im Ernst, habt ihr die Werbung gesehen von Goodiebox? Ich habe mich weggeschmissen. Nicht nur auf YouTube sieht man sieht die mittlerweile sogar im Free-TV, im ganz normalen Fernsehen. Also ich musste echt lautlos lachen und fand das total cool, als ich das einfach im Fernsehen gesehen habe, ne? So, scharf. Das ist eine Box aus Dänemark. Die sind einfach ein bisschen anders in ihrer Art, was ich sehr, sehr feier. Und ja, es ist die Zeit des Gebens, steht hier so drauf. Ich übersetze es jetzt mal frei. Aber erinnere dich bitte nochmal daran an dich selber und nimm dir Zeit, um zu entspannen, wieder aufzuladen und hab einfach so ein bisschen dieses stille Nachtgefühl für dich selber. Das macht es einfacher, anderen auch was zu geben und ja, macht einfach die Welt zu einem besseren Platz. Das finde ich schön. Hier hinten haben wir auch die ganzen Produkte nochmal aufgeführt. Ich habe es halt auch wirklich als E-Mail bekommen, ne? Das heißt, die Preise kann ich euch auch einblenden. Ich kann aber schon mal spoilern, 460 Euro Warenwert hat dieser Adventskalender, was meiner Meinung nach ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis ist. So, 5 Kläppchen oder 5 Boxen wurden mir vorgegeben und 10 Boxen habe ich mir ausgesucht und habe die dann auch mit so einer kleinen persönlichen Geschichte noch verbunden. Dazu kommen wir aber gleich. Ich werde das nicht der Reihe nach machen. Ich mache das halt wirklich sehr wild durcheinander. Also die ersten 5 Boxen, die mir vorgegeben wurden, sind der Reihe nach. Das andere ist halt so, wie es mir in den Kopf gekommen ist. Das sieht schon schön aus, ne? Echt schön. Eigentlich zu schade, um das halt... Nein, aber ich will es ja weiterverwenden, ne? Oder möchte ich den wirklich weiter verschenken? Ich weiß es noch nicht. Guck, man kann es auch als Regal super verwenden, ne? Klasse. Die Nummer 3 hätte ich übrigens auch gewählt. Oder? Nee, doch nicht. Doch,
Die Nummer 3 hätte ich sonst sowieso gewählt, weil wir sind ja hier zu dritt. Und das wäre meine Assoziation dazu gewesen. Es ist paradox manchmal, was ich hier von mir gebe, aber irgendwann macht es alles einen Sinn. Das hier ist von eCooking. Schön, ein Multibalm with Organic Argan Oil and Olive Oil. Also das ist ein Multibalsam mit organischem Arganöl und Olivenöl mit 50 Millilitern. Aber da müssen wir mal gucken, was für ein Multibalm das sein soll. Soll der irgendwie die Haut jetzt irgendwie schöner machen? Weiß ich nicht. Parfümstofffrei. Ach so, das ist für trockene Haut und trockene Lippen. Das finde ich ja cool. Deswegen Multi-Use, ne? Kannst du in trockene Geschichten an deinem Körper geben. Ja, das hat man auch mit der kalten Jahreszeit, ne? Mit der Heizungsluft und so. Nummer 9. Oh, die ist aber groß. Krass. Oha, okay, da ist aber etwas drin, was nicht ganz so groß ist. Und zwar von Starskin Dream Kiss Plumping and Hydrating Biozellulose Lippenmaske. Die hatten wir auch in der Starskin Sonderedition mit drin. Ja, bei Lippenmasken ist mein Verhältnis so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits finde ich sie ganz schön, weil der Soforteffekt, die Lippenmasken geben, ist echt klasse. Aber langfristig gesehen, weiß ich nicht, benutze ich auch einfach lieber so ein bisschen Lippenöl oder so. Ja, aber es ist nice to have einfach mal für den Moment. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das wieder alles in seinen Platz zu räumen, weil wenn ich dann hier nochmal ein komplettes Unboxing mache, soll das ja auch wirklich dann in den Boxen drin sein, was ich dann ja aufmache. Wisst ihr, was ich meine? Dann durfte ich jetzt die Halbzeit oder darf ich jetzt die Halbzeit aufmachen. Das ist die Nummer 12 und die hätte ich mir safe auch ausgesucht, weil für mich ist die 12 schon ziemlich wichtig. Ne? Halbzeit ist immer so ein kleiner Wendepunkt und so. Die ist so lang und schmal. Hier haben wir drin ein Kohl Eyeliner von Sandstone, Smooth and Creamy Texture. Ja, 1,1 Gramm sind hier enthalten. Also ich muss ja ehrlich sagen, ne, diese Kohl Eyeliner, das ist nicht meine Welt. Das ist jetzt ein bisschen viel in den ganzen Boxen. Ach Quatsch, in den Boxen, nicht in den ganzen Adventskalendern. Aber ganz ehrlich, wenn man sich einen Adventskalender für 100 Euro holt, holt man sich ja in der Regel auch nur einen oder maximal zwei, ne? Und ich habe auch in meinen Kommentaren gelesen unter den Videos, dass tatsächlich auch noch sehr, sehr viele diese Kohl-Eyeliner verwenden oder Kohl-Kajale, zum Beispiel zum Tightline. Ja, deswegen gar nicht so verkehrt. Und das ist halt auch einer zum Anspitzen. Das ist dann halt auch sehr, sehr schön nachhaltig, ganz ehrlich, weil es ein Holzstift ist. Es ist nicht so ein Plastikstift, wie wir das manchmal sonst so haben. Das ist halt wirklich, ne, Holz. Und ja, Goodiebox, die sind ja auch, die Dänen, die sind ja auch sehr, sehr gemütlich und sehr auf Holz und auf, weiß ich nicht, so stelle ich mir Dänen vor. Ich war schon mal in Dänemark im Zeltlager. Ja, einmal im Ferienlager, ihr kennt das. Genau, da war ich im Zeltlager. Was für eine Klasse war das? 9. Klasse. Ja, das war cool. Die Nummer 12 hatte ich gerade. 19 darf ich jetzt noch aufmachen. Wo ist die? Ah, die ist auch in der obersten Schublade. Oh, die ist aber schön schwer. Ja, schwer ist immer so toll, ne? Okay. Eieieiei. Avant. Hyaluronic Vitamin C Lecithin Marius Aqua Jojoba Öl. Age Nutri Revive. Okay, das sind 50 Milliliter. Wir hatten sowas auch schon mal in der Box mit drin oder in einem Adventskalender. Das ist sackenteuer. Und ja, das ist natürlich eine Hardcore-Geschichte, wenn sowas mit 100 Euro einfach irgendwo in einem Kalender drin ist und man sich drin verliebt. Dann freut man sich aber, wenn man jetzt nochmal die Möglichkeit hat, einen Adventskalender zu kaufen, wo man dann ja auch im Prinzip mit den ganzen Rabatten und so nur 99 Euro oder knapp 100 Euro für ausgibt. Und dann trotzdem wieder sowas mit drin hat, plus die anderen ganzen Produkte. Ne? Also von daher, das finde ich ganz cool. Habe ich selber noch nicht ausprobiert. Das ist halt wirklich mit Hyaluronsäure. Das soll antioxidantisch wirken, ja, und doppelt Feuchtigkeit spenden. Läuft. Ja, finde ich nett. 50 Milliliter von so einer teuren Geschichte, ne, das ist ehrlich gesagt beachtlich. Das machen nicht alle Firmen so. So, die letzte Zahl, die ich euch jetzt hier offiziell zeigen darf, ist die Nummer 23 und danach folgen dann meine 10, upsala, höchstpersönlich ausgewählten. Und da habe ich hier die Nummer 23. Das ist ja der Tag vor Heiligabend, ne? Da macht man sich nochmal ein bisschen schick. Ja, das passt. Also, ne, man macht dann auch nochmal die Nägel schön und eine Maske und so ein Kram alle. Und das hier ist von Nails Inc. ein Base Coat to cover all bases with Nails Inc. Okay, davon hatte ich auch schon mal einen. Ich weiß gar nicht, was mit dem passiert ist. Den habe ich gar nicht mehr.
ich die mal aussortieren? Ich weiß es nicht. Also in der Farbe, ne? Also eine farbige Geschichte. Und die halten gut, die sind schön. Basecoat kann man immer gut gebrauchen. Interessant finde ich diese grüne Farbe. Wahrscheinlich soll das halt auch so ein bisschen Verfärbung abdecken. Das finde ich nett. Das mag ich gerne leiden. Doch, Nail Treatment. Ja, es ist leicht entflammbar. Pass auf, 14 Milliliter sind enthalten. Und es sieht halt einfach aus wie Aloe Vera Saft, ne? Sehr geil. Passt zum Adventskalender auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Kläppchen an, die ich mir jetzt rausgesucht habe. Okay, also am 4. Dezember hat unser Nachbar Geburtstag. Deswegen möchte ich gerne die Nummer 4 aufmachen. Der Ludger. Ludger, dieses Kläppchen ist nur für dich. Mal gucken, ob du es haben willst. Ich glaube nicht. Das ist nämlich ein Lippenstift von Real Her. Okay, sorry. Be yourself, be real her. Das ist halt eine richtig schön edle Verpackung, ne? Das ist schon hübsch. Gucken wir uns mal an, wie das Produkt dann von innen aussieht. Oh, sowas sieht ja von der Verpackung richtig elegant aus. Das mag ich gerne leiden, dieses Rose Gold, ne? Ja, ich habe ja gesagt, keine roten Lippenstifte behalten. Das ist so ein richtig schönes dunkles Rot. Schön weinrot, mag ich unheimlich gerne leiden. Habe ich aber eigentlich schon da. Riechst du auch nichts? Das dürfte dann auch... Oh, das ist super edel, ne? Aber na, er ist ja nicht weg. Er ist ja nur kurz wieder in dem Adventskalender verschwunden. Aber er ist schön. Und sowas wird mir tatsächlich, glaube ich, auch stehen. Also von daher, naja. Aber ne, das war auf jeden Fall für den lieben Ludger. Ich glaube nicht, dass er es haben möchte. Ich glaube, seine Frau fände das nicht so cool. Die Nummer 8, da hat Sammy nämlich Geburtstag. Und ja, deswegen möchte ich die auspacken, wenn ich die denn finde. Da. Oh, Sammy, die ist aber schön lang. Ne? Ganz schön groß, was da wohl drin ist. Ich glaube nichts, was ich für Sammy einsetzen kann, ne? Das ist ja immer so eine Sache. Aber Sammy hat seine eigenen Adventskalender, die kommen noch. Hier haben wir Ivy Aya. Ich finde das immer so geil, wenn ich diese Produkte aus der Goodiebox rausnehme und da einfach Marken drin sind, von denen ich A, nie was gehört habe und ich mich B, freue, wenn ich die halbwegs richtig ausspreche. Denn ich spreche ja kein Dänisch oder so und diese ganzen nordischen Aussprechungsgeschichten, das ist mir einfach, ne, habe ich nie mit zu tun gehabt. Die sprechen einfach so anders. Ich habe mich wohl so mit Italienern, ne, du bist auch mal beim Italiener Eis essen oder Pizza essen oder so, dann weißt du, wie die ungefähr sprechen. Und Engländer, Franzosen, Polen und so, mit denen hat man irgendwie mehr zu tun. Aber so in diesem nordischen Bereich, Dänemark, Schweden, Norwegen, keine Ahnung, Finnland, das ist für mich einfach so weit weg, obwohl ich da so nah dran wohne. Verrückt. Okay, aber hier haben wir eine Handcreme drin, um nochmal auf den Punkt zu kommen, von Sammys Geburtstag, damit ich dann auch weiche Hände habe, um sein weiches Fell zu streicheln wahrscheinlich. Ivy Aya Handcreme mit Cocoa Butter und Vitamin E. Earth Friendly Recycled Plastic, das ist nett, ohne Parfümstoffe. Da wird Sammy sich drüber freuen, denn er mag es überhaupt nicht, wenn ich eine parfümierte Handcreme drauf habe und ihn dann streichel. Allergy Certified, das ist aus Dänemark, 100% vegan und ich sollte euch die Tube mal in die Kamera halten, so langsam, ne? Bitteschön. Da sind 50 Milliliter enthalten und das hört sich sehr, sehr charmant an. Doch, ne, das hört sich pflegend an. Ja, mit Kakaobutter, ne, das ist natürlich auch ganz nett. Ja, sie riecht jetzt dran, ne, auch wenn da keine Parfümstoffe drin sind, aber vielleicht hat das Produkt ja einen Eigengeruch, man weiß es nicht, ich hoffe das ja immer. Natürlich riecht man nichts durch diese Alufolie durch. Aber ja, es hört sich so an, als würde die mich im Winter gut pflegen können, okay? So, jetzt sind wir mit Sammys Geburtstag durch. Und jetzt möchte ich zu der Nummer 1 hüpfen. Denn ich möchte ja grundsätzlich auch immer ganz gerne wissen, wie so ein Adventskalender überhaupt startet. Weil ich finde das erste Kläppchen auch immer ziemlich ausschlaggebend dafür, wie das Ganze sich so weiterentwickeln kann. Also so ein kleiner Teaser so ein bisschen, ne? Das ist für mich schon wichtig. Deswegen haben wir hier jetzt die Nummer 1. Das hier ist von La Rose Paris. Okay, Französisch kann ich. Gommage du Visage. Aloe. Nein, Aloe. A la. Sagte sie. Französisch kann sie. Und aber A. La. Aloe. L'Aloe Vera Bio. L'Aloe Vera Bio. Das ist gar nicht so einfach auszusprechen. Also mit Aloe, mit Bio-Aloe Vera. okay, das ist ein Gesichtsscrub für alle Gesichtshauttypen. 97% natürlichen Ursprungs. Und das ist die Tube mit 60 Millilitern, die extrem schön aussieht. Versucht das mal auszusprechen. Das ist gar nicht so leicht, Leute. Ne?
So, und vor allem das auszusprechen, ohne dass ihr vorher drei Baileys getrunken habt. So. Riecht sehr aquatisch. Sehr angenehm. Sieht auch aus, als hätten wir da so schön. Das fühlt sich auch so kalt an, ne? Obwohl der Adventskalender hier halt im Raum war und die anderen Produkte waren nicht so kalt. Sehr angenehm. Ja. Ja. Das exfoliates, purifies, smoothes, clean skin. Also das macht quasi, es peelt, es klärt und es macht weich. Für klare Haut. Läuft. Finde ich gut. Mag ich. Gefällt mir. Das mag ich, sowas, ja. Diese Peelingkörner sehen auch sehr interessant aus. Ich weiß jetzt nicht, was es sein soll, ne? Ich hoffe, das ist, ja, das wird ja hier 97% natürlichen Ursprungs. Ich weiß nicht, ob das dann von Aloe Vera ist oder so. Steht hier drauf, ne? Aber grün? Keine Ahnung. Doch, grün ist ja Aloe Vera, die Schale. Oder wenn die den Kern nehmen zum Beispiel. Egal, also das hätte auf jeden Fall schon mal mich so ein bisschen reingeführt, weil die Goodie Box steht ja hauptsächlich für Pflege, ne? So, dann gehen wir jetzt weiter zu Nummer 6, weil 6 ist Nikolaus und das möchte ich mir angucken, was die bei Nikolaus reingepackt haben. Denn auch Nikolaus ist wichtig, finde ich. Tada! Ganz schön schmal, aber tief. Also, kann ordentlich was drin sein. Nee, also ja, aber klein. Von Fix and Rouge, das ist eine super hochpreisige Marke, Leute. Renew and Refine Pore Detox Revival Serum. Alto Belly Hydra Pore. Und hier sind drin 30 Milliliter. Also das soll halt ich kann gar nicht reden, so baff bin ich gerade von dieser goldenen Verpackung, ne? Gold und Rot. Ich habe Gold und Rot rausgezogen. Roter Lippenstift, goldenes Produkt. Gehört in einen Adventskalender. Ja, auf jeden Fall soll das die Haut regenerieren und verfeinern. Es soll so ein leichtes Detox für die Poren sein. Und das finde ich irgendwie ganz nett, ne? Und als Serum ist es auch mit 30 Milliliter eine Full Size. Pff, krass. Ja, und das ist schon krass. Das ist teuer. Ich hatte mal irgendwie einen Primer oder auch ein anderes Gesichtsserum von Fix and Rouge auch mal in der Box mit drin. Sage Lütgen, das ist sackenteuer, das Zeug. Ja. Muss ich mal aufbrauchen, so teuer wie das ist, ne? Man kennt es. Okay. Dann habe ich mir die Nummer 22 ausgesucht, weil ich habe am 22. Mai Geburtstag und das wäre der Geburtstag-Tag. Ja. Und die zweite Schnapszahl kann man auch dazu sagen. Aber wo ist sie, die 22? Da. Die ist aber ganz schön klein. Die ist wirklich klein, ne? Aber das heißt ja nichts. Es kann ja auch ein Kabuff-Kabam-Mini-Produkt da drin sein. Dekorative Kosmetik und so wäre nice, ne? Da hatten wir jetzt den Lippenstift von, aber sonst nicht so viel. Balance Me, das hatten wir auch schon mal irgendwo mit drin. Ich glaube auch in der Goodie Box, ne? Das ist die Wonder Eye Cream mit 15 Millilitern. Ja, Balance Me ist auch wieder eine Marke, die jetzt nicht günstig ist. Augencreme ist auch ein Produkt, was generell nicht günstig ist. Ich habe aktuell welche in Anwendung, also tatsächlich zwei, eine morgens, eine abends. Die von Dalton verwende ich morgens und die von Glossybox verwende ich abends tatsächlich. Und das hier, ja, ist die Wonder Eye Cream. Die soll einfach Wunder vollbringen. Die soll aufhellen, die soll Hyaluronsäure geben und dementsprechend alles wundervoll machen, mit Aloe Vera auch noch. Die soll beruhigen, dunkle Schatten wegmachen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Habe ich doch irgendwie schon mal von Goodie Box irgendwo in der Box gehabt, oder? Weiß ich nicht. Aber es ist sehr charmant. Und Augencreme im Adventskalender, wo man hauptsächlich Pflege drin hat, gehört das safe mit rein. So, als nächstes habe ich mir die 5 ausgesucht, weil 22.05. mein Geburtstagsmonat. Ja. Mein Freund hätte am 4.6. und 4.6. haben wir jetzt auch schon weg, also von daher. So, dass ich die 5 genommen habe, finde ich gerade großartig, weil das ist, glaube ich, die größte Box im Adventskalender. Ne? Finde ich gut. Oh lala. Oh nein, wie geil. Was ist das denn? Von Mikura. Pink Modeling Mask. Wie geil. Das ist so eine zwei. Sowas mag ich auch, ne? Die musst du dir selber mixen. Luxurious Face. Oh, Facial Peel Off Mask. Okay, Peel Off ist jetzt leider nichts für mich. Das ist schade. Ansonsten hätte ich mich mega drüber gefreut, das zu verwenden, weil du halt die zwei Komponenten zusammen machst. Dann verrührst du das, dann machst du es auf dem Gesicht. Diese ganze Matschepampe und so, das ist ja voll mein Ding. Das mache ich ja ganz gerne. Ja, und dann aufs Gesicht. Aber dieses mit dem Peel Off, vielleicht probiere ich es doch wirklich mal. Ihr habt mir auch schon mal geschrieben, ich soll meine sensible Haut auch mal so ein bisschen abhärten, damit die auch wieder ein bisschen was gewohnt ist, sage ich mal, ne? Ja, das soll halt glätten, regenerieren und intensiv Feuchtigkeit spenden. Als Peel-Off-Maske Feuchtigkeit spenden? Interessant. Allein, dass es halt so ein Kit ist, finde ich schon mal cool. Und von Mikura oder Mikuara, ich spreche das immer falsch aus, tut mir leid, hatten wir auch eine Special Box tatsächlich. Mikura. Mikura, genau. Ja,
da haben die sich auch nicht lumpen lassen, um das mal so zu sagen. Als nächstes habe ich mir die Nummer 11 rausgesucht, weil die Nummer 11 ist die erste Schnapszahl in einem Adventskalender und die finde ich immer witzig. Und deswegen darf das ein witziges Produkt sein oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Es soll auf jeden Fall bitte ein tolles Produkt sein. Ich habe es aufgekriegt. Nach 5 Millionen Jahren. Oh, schön. Mko oder Mko Beauty. Das ist so ein wunderschöner Lipgloss. Oh, das finde ich schön. Der sieht schön aus. Der hat so Sparkles drin und ist so peach und hat so blauen Schimmer mit dabei. Das macht die Lippen auch mega schön voll aussehend und hinterlässt dann aber die Zähne auch so, als würden die sehr, sehr weiß aussehen. Das ist extrem schön. Die Farbe ist Tickle. 6 Milliliter sind hier drin und das sieht so schön aus. Also, ne? Richtig geil. Richtig, richtig, richtig geil. Und der hat natürlich vom Design her mega was von Fenty Beauty, ne? Dieses Hexagon. Absolut. Das finde ich schön. So, jetzt hoffe ich, dass die Zukunfts-Claudi rafft, wie man das Ding aufmacht. Das war ein Reim. Ja, ab und an haue ich hier einen raus, ne? Ich habe auch einen Adventskalender hier stehen, den werde ich komplett im Reim aufmachen. Ja, okay. Das war jetzt die 11. Und jetzt möchte ich zu der 17 gehen, denn mein Freund und ich haben am 17.11. Geburtstag. Ach Quatsch, Geburtstag. Jahrestag. Also ist das quasi unser Monatstag. Wenn ich jetzt mal die 17 finde. Da. Oh, die ist aber klein. Warum ist die so klein? Ist doch unser Jahrestag, hallo? Da darf doch was Ordentliches drin sein. Ah, okay, es ist ein Monolidschatten von Pass. Und zwar ist das der 1,5 Gramm. Das ist jetzt ein bisschen weit weg, ich muss es näher. Pink Pearl, genau. Konnte ich vorher nicht lesen. Das ist halt so ein klassischer Ton, damit kann man sein Augenbrauen-Highlight machen oder seinen Innenwinkel-Highlight. Ne? Es ist eine schöne Farbe, die du individuell einsetzen kannst. So. Ich trage aber keine Monolidschatten oder ich verwende keine, weil ich halt einfach dafür eine viel zu große Auswahl an Lidschattenpaletten mittlerweile habe. Ne? Also, ja. Ja. Aber ich denke, dass viele sich über diesen Ton freuen werden, weil das halt auch ein sehr, sehr tragbarer Ton ist. So. Dann habe ich noch zwei Zahlen. Die Nummer 13 habe ich mir ausgesucht, weil es eine witzige Zahl ist. Leute, ich habe mir das ernsthaft aufgeschrieben, ne? Ich habe hier so einen kleinen Spickzettel. Da habe ich mir das alles hingeschrieben. Hier, jetzt könnt ihr mal meinen Spickzettel sehen, den ich vorher aufgeschrieben habe, vor dem Video. Läuft bei ihr. Genau. Voll die Sauklaue. Okay, ja, 13 habe ich gesagt, weil eine witzige Zahl. Cool wäre es gewesen, wenn man hier irgendwie so ein Pöppel drin gehabt hätte, um das jeweils rauszunehmen. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre cool gewesen. Phase Zero, da hatten wir auch schon mal Produkte von in der Goodiebox mit drin. Desert Mirage, ein Highlighter, schön. 4 Gramm haben wir hier enthalten. Also jetzt habe ich gerade einen Lauf, ne? Was dekorative Kosmetik angeht. Nicht schlecht, Herr Specht. Kann man sich nicht beschweren. Ja, ne? Sieht sehr, sehr schlicht aus, so von der Verpackung her. Und von innen kriege ich den erstmal nicht auf. Oh, der wird mir zu dunkel sein. Der wird mir deutlich zu dunkel sein. Das ist ein schönes Tönchen, definitiv. Aber für mich ist der schon ein Müh zu dunkel, wenn man das mal so sieht, ne? Das heißt, wenn ich mir den auftragen würde, man würde ihn halt sehen so als dunklen Schatten. Und das ist halt schade. Das ist echt schade. Der hat auch einen kleinen Spiegel mit dabei, was schön ist. Aber ich bin ja auch eine wirklich krasse Blassnase. Also von daher bin ich da ja keine Relation im Prinzip. Ja, schade. Aber, ne? Hätte für mich ein bisschen heller sein können. Desert Mirage ist natürlich, ja, hätte... voll schade. Ja, gut. Ja, aber geil. Schöner Highlighter, definitiv. Das macht einen super ersten Eindruck. Kann ich jetzt aber... Macht keinen Sinn, den zu swatchen, ne? Weil er... Ich kann nicht anders. Okay, wow. Der gibt aber richtig viel Farbe ab. Das ist intensiv. Holla, die Waldfee. Ein bisschen dunkel könnte er sein, aber es könnte ein schöner Sommer-Highlighter für mich werden. Ja, man sieht ihn halt so richtig jetzt auf meiner Haut, ne? Aber der ist schön, der ist super seidig, samtig, mega. Na, samtig nicht, der ist seidig, ne? Das ist wie flüssige Seide jetzt auf meiner Haut. Das sieht toll aus. Oh, hab ich noch mehr am Finger, das swatche ich jetzt hier mal in der Hand. Das ist halt, wenn man den etwas dezenter auftragen würde, weil das war jetzt der Rest vom Finger, dann wird schon wieder gehen, ne? Ah, ich muss mal gucken. Und den letzten Rest vom Finger muss ich leider in meinem Handtuch abputzen, was neben mir hängt. Okay, ja, schöner Highlighter. Doch, komm, Claudi, sei nicht so. Ja,
Und dann habe ich mir als letztes ausgesucht, dass ich die Nummer 7 zeigen möchte, die sich witzigerweise genau neben der Nummer 13 befindet, was gut ist. Ich finde, die 7 ist einfach generell eine bedeutsame Zahl. 7 Tage hat die Woche, es gibt 7 Weltwunder und 7... Die 7 kommt einfach in vielen Dingen vor. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was euch zu der Zahl 7 einfällt. Genau. Ach, ich habe echt ein Klauen gefrühstückt. Es tut mir mega leid. So, wir machen die jetzt einfach mal auf. Zack. Scharf. Das ist wirklich scharf. Wir haben hier Socken drin. Hätte ich jetzt mehr so in der 6 vermutet, wenn ich ehrlich sein darf, ne? Aber es sind einfach By Jam Gio... Gio Yelly One Size Socken. Ich verlinke euch hier oben mal den Socken-Adventskalender, den ich ausgepackt habe. Aber die sind schön. Das sind so richtige Glitzersocken. Ich weiß nicht, ob die mir passen. Ich habe ja Größe 41, ne? Könnte funktionieren. Die werde ich mir auf jeden Fall mal anziehen. Und wenn ich die das nächste Mal anhabe und ein Video drehe, dann halte ich euch meine Füße in die Kamera. Ich gucke gerade mal. Ne, jetzt habe ich heute wirklich mal ganz langweilige schwarze Socken an. Ja, ne? Kannst du bei 30 Grad waschen? Läuft. Leute, mal ganz ehrlich, ich finde den wirklich witzig. Und der ist mit sinnvollen Produkten gefüllt. Natürlich Pflege, ein bisschen dekorative Kosmetik hast du ja auch mit drin. Tools, ich meine Socken. Und ja, ich finde den geil. Ich finde den wirklich geil. Ich finde den jetzt von der Optik her jetzt relativ langweilig. Ne? Also wenn ich den verschenken würde, dann würde ich, oder ich werde den ja auch weitergeben, ne? Dann werde ich den halt von außen entsprechend anmalen, bekleben, was auch immer, was mir da so einfällt. Ne? Da kann man sich aber kreativ auslassen und das spiegelt ja auch ein bisschen diesen Gedanken von der Goodiebox wieder. Einfach mal ein bisschen Kreativität auslassen, ein bisschen Chillness, ein bisschen, weiß ich nicht, machen, worauf man Bock hat. Und das finde ich irgendwie nett. Cool wäre es natürlich gewesen, wenn wir hier noch irgendwie so ein Malset dazu gekriegt hätten. Aber dann hätte das vielleicht auch ein bisschen so ausgesehen, als würde man sich irgendwie so ein Kindergeschenkset kaufen. Also von daher glaube ich, dass die schon ihren Grund hatten, weswegen die darauf verzichtet haben. Aber nett finde ich es auf jeden Fall. Und ich glaube, also entweder mache ich den wirklich nochmal mit euch hier auf YouTube auf oder auf Instagram. Oder, das wäre natürlich auch ziemlich cool, wenn ich... Nee, wenn ich mir den selber hinstelle für Weihnachten, dann ist ja auch wieder blöd, weil ich den ja eigentlich weiter befüllen möchte, ne? Ich glaube, ich mache den auf Insta nochmal mit euch zusammen auf. Ich glaube, das macht Sinn, dann mache ich mal einen Post drüber. So Ende November, wenn der halt allgemein verkaufbar ist, ne? Ihr Lieben, das war jetzt der Adventskalender. Wie gesagt, Goodiebox sagt 460 Euro wert und sie haben mir ja die Liste mit den Produkten geschickt, die da sonst noch so drin sind. Da könnt ihr euch auf richtig coole Sachen gespannt machen, wirklich. Also da sind tolle Produkte drin. Das ist alles so im Vibe von der Goodiebox und ich kann es wirklich empfehlen. Und ja, schaut in die Infobox, verwendet gerne meinen Code CLAUDI10, ihr habt es vielleicht schon gesehen. Ja. Und dann spart ihr ein bisschen was, ne? Das wäre ganz nice, wenn ihr da einfach so ein bisschen sparen könnt. Ja, egal. So, jetzt werde ich mich hinsetzen, das Video schneiden, damit es morgen online kommt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!